Bärlauch, Bärenlauch, Allium Ursinum. Jedes Frühjahr bringt neue Hoffnung auf Sonne und Wärme. Innerlich sind wir wieder froh und beschwingt. Wir freuen uns über das erste Grün und das Jubilieren der Vogelwelt und empfinden das alles mit ganzem Herzen als gütiges Geschenk unseres Schöpfers. Angesichts dieser neuen grünen Pracht sollten wir zu einer Frühjahrskur schreiten, einer Entschlackung und Reinigung, die uns eine gesundheitliche, gewiss nicht zu verachtende Auffrischung bringt. Vor allem ist es der Bärlauch, auch wilder Knofel, Rensel, Waldknoblauch, Hexenzwiebel, Zigeunerlauch oder Latschenknofel genannt, der mit zu den ersten Frühlingsboten gehört. Die frischgrünen, lanzettenartigen, glänzenden, dem Maiglöckchen ähnlichen Blätter kommen aus einer länglichen Zwiebel, die von weißen, durchsichtigen Häuten umgeben ist. Der glatte, hellgrüne Stängel mit der weißen Blütenkugel wird bis 30 cm hoch. Bärlauch wächst nur auf humusreichen, feuchten Wiesen, schattigen und feuchten Auen, unter Gebüschen, in Laub- und Gebirgswäldern. Seinen starken Knoblauchgeruch spürt man, noch ehe man die Pflanze mit dem Auge wahrnimmt. Dieser Geruch hat ihm auch den Namen wilder Knoblauch eingebracht und schließt Verwechslungen mit den Blättern der Maiglöckchen oder der giftigen Herbstzeitlosen mit Sicherheit aus. Da möchte ich eine Randnotiz machen: Wenn man also schon ein paar Bärlauchblätter dann auch gepflückt hat, dann riechen die Hände auch danach. Und wenn man dann doch ein Maiglöckchenblatt erwischt, dann kann man das dann doch nicht am Geruch unterscheiden. Also da muss man schon sich genau die Merkmale bitte anschauen vom Maiglöckchen und vom Bärlauch. Und da gibt es sichere Unterscheidungsmerkmale. Zeitig im Frühjahr sind viele Auwälder mit den frischen, grünen Blättern des Bärlauchs bedeckt. Sie kommen im April und Mai manchmal schon früher aus dem Boden. Die Blüten werden jedoch erst Mitte Mai und Juni sichtbar. Gewaltige Heilkräfte schlummern in ihm und es wird erzählt, dass auch Bären nach ihrem Winterschlaf nach ihm suchen, um sich damit Magen, Darm und Blut zu reinigen. Bärlauch teilt im Wesentlichen die Eigenschaften unseres Knoblauchs. Nur ist er bedeutend heilkräftiger. Er eignet sich deshalb besonders gut zu Entschlackungskuren im Frühjahr und hilft zur Besserung chronischer Hautkrankheiten. Da die Blätter im getrockneten Zustand ihre Heilkräfte einbüßen, werden sie zur Frühjahrsreinigungs- und Entschlackungskur frisch verwendet. Sie werden kleingeschnitten, aufs Butterbrot gelegt, fein gehackt als Würze, in Klammern ungekocht, in die tägliche Suppe, auf Kartoffeln, in Knödel und sonstige Speisen gegeben, deren Geschmack man ansonsten mit Petersilie verbessert. Auch als Spinat oder Salat kann man die Blätter zubereiten. Da sie in größeren Mengen verwendet einen beißenden Geschmack hervorrufen, sollten sie zur Spinatbereitung mit Brennnesselblättern vermischt genommen werden. Man sammelt die jungen Blätter im April und Mai, also noch vor der Blüte, die Zwiebeln im Spätsommer und Herbst. Bärlauchzwiebeln können genauso verwendet werden wie Knoblauch. Magenempfindliche Personen sollen Blätter und Zwiebeln kleingeschnitten mit warmer Milch übergießen, 2 bis 3 Stunden ziehen lassen und dann diese Flüssigkeit schluckweise trinken. Ja, Randnotiz, sie kommt natürlich aus einer Zeit, in der solche Sachen, wie sie beschreibt, mit Knödel und Butterbrot und so weiter und Milch, noch alles noch recht
okay war, aber also heutzutage weiß man, dass in diesen ganzen Produkten total viele Schadstoffe drin sind und diese Produkte zu Entzündungen im Körper führen und deswegen eine Säurebasen-haushaltsbewusste Ernährung, basenüberschüssige Ernährung nach 80-20-Regel einfach total wichtig geworden ist für uns, dass wir da wirklich gut drauf achten und möglichst vegan und viel Rohkost und man kann auf jeden Fall auch aus zum Beispiel Mandeln, die werden basisch verstoffwechselt, da kann man sich eine frische Mandelmilch machen und die dann damit verwenden. Um auch das Jahr über die Heilkraft des Bärlauchs im Haus zu haben, bereitet man einen Bärlauchgeist, in Klammern siehe Anwendungsarten. Von diesem Geist nimmt man täglich 10 bis 12 Tropfen in etwas Wasser. Diese Tropfen verhelfen zu einem ausgezeichneten Gedächtnis, beugen Arterienverkalkung vor und vertreiben viele andere Beschwerden. Bärlauch wirkt sehr günstig auf das Magen- und Darmsystem ein. Er ist sowohl bei akuten und chronischen Durchfällen, auch wenn diese mit Gasbildung und Koliken einhergehen, bestens geeignet, als auch bei Verstopfung, wenn diese auf innere Verkrampfung oder Erschlaffung des Darms beruht. Würmer, selbst Spulwürmer, gehen einige Zeit nach dem Genuss von Bärlauch ab. Mit der Verbesserung der Darmleistung schwinden auch jene Beschwerden, die gern bei alten Leuten oder übermäßigen Essern durch untätigen oder übervollen Darm auftreten. Die vom Magen her verursachten Herzstörungen, Schlaflosigkeit, aber auch jene Beschwerden, die von Arterienverkalkung oder hohem Blutdruck herrühren, wie Schwindel, Druck im Kopf und Beklemmungen, lassen nach. Der Überdruck sinkt langsam ab. Bärlauchwein, in Klammern siehe Anwendungsarten, ist für alle alten Leute mit dauernder Brustverschleimung und den damit verbundenen Atembeschwerden ein wunderbares Heilmittel. Selbst bei veraltetem Husten löst sich die Brustverschleimung und nimmt damit auch die Atemnot. Auch bei Lungen- und Wassersucht, an denen oft alte Leute leiden, ist dieses Heilmittel nur bestens zu empfehlen. Frisch verwendete Blätter reinigen auch Nieren und Blase und fördern den Harnabgang. Schlecht heilende Wunden mit frischem Lauchsaft bestrichen heilen rasch ab. Selbst Erkrankungen der Herzkranzgefäße finden Besserung. Bärlauch ist ein nicht hoch genug einzuschätzendes Blutreinigungsmittel, das sich vor allem bei chronisch unreiner Haut bewährt. Der Schweizer Naturarzt und Kräuterpfarrer Künzle lobte besonders diese Pflanze. Sie reinigt den ganzen Leib, treibt kranke, verstockte Stoffe aus, macht gesundes Blut, vertreibt und tötet giftige Stoffe. Ewig kränkelnde Leute, solche mit Flechten und Eisen, Mehlgesichter, Skrofulöse und Rheumatische, sollten den Bärlauch verehren wie Gold. Kein Kraut der Erde ist so wirksam zur Reinigung von Magen, Gedärmen und Blut. Die jungen Leute würden aufblühen wie Rosenspaliere und aufgehen wie ein Tannenzapfen an der Sonne. Künzle gibt ferner an, er kenne Familien, die früher das ganze Jahr kränkelten, herumdokterten, voller Ausschläge und Flechten waren, skrofulös am ganzen Leib, bleich aussahen, als wenn sie schon im Grabe gelegen und von den Hennen hervorgescharrt wären, die vollständig gesund und frisch nach längerem Gebrauch dieser herrlichen Gottesgabe wurden. Anwendungsarten.
Als Würze, frische Bärlauchblätter werden wie Schnittlauch oder Petersilie klein geschnitten und auf Brote, Suppen, Soßen, Salate und Fleischspeisen gestreut. Wie gesagt, beachtet die Anmerkung, die ich vorhin gegeben habe. Bärlauchgeist. Klein geschnittene Blätter oder Zwiebeln werden locker bis zum Hals in eine Flasche gefüllt, mit 38-40%igem Korn oder sonstigem hausgebrannten Schnaps übergossen und 14 Tage in der Sonne oder in Herdnähe gestellt. Täglich viermal je 10-15 Tropfen in etwas Wasser nehmen. Bärlauchwein. Nimm eine Handvoll kleingeschnittene Blätter, koche sie kurz in etwa ein Viertel Liter Weißwein auf, süße nach Geschmack mit Honig oder Sirup und trinke von diesem Wein tagsüber langsam schluckweise. Noch eine Randbemerkung, der Bärlauch steht unter Naturschutz. Das heißt, alle Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, die sollten gar nicht bis wenig gesammelt werden. Der Bärlauch, den kann man, also wenn man ein Handsträußchen für sich selbst pflückt, dann ist das in Ordnung. Und dass man auf jeden Fall immer genug stehen lässt und am besten auch möglichst die Zwiebeln unten in der Erde, das sind ja die, deren Wurzelzwiebeln, ja, die sollte man auch einfach lassen. Und wenn die Blüten kommen, dass man die Blüten einfach auch lässt. Man muss die Blüten nicht pflücken. Ja, außer man hat da wirklich riesige Bärlauchteppiche, dann kann man wirklich auch ordentlich mal nehmen. Also je nachdem, achtet drauf auf das Verhältnis, was ist gerade da, ne, wie viel davon wäre wirklich human und nachhaltig, wie viel kann ich davon nehmen. Es reicht auch wirklich, wenn man ein paar Blättchen davon schnabuliert und dann einfach weitergeht und Dankeschön sagt. Und genau. Ansonsten einfach schaut, dass man sich Gebiete aussucht und findet, die dann wirklich voll sind mit Bärlauch, wo man dann wirklich auch sagen kann, okay, hier kann ich dann auch solche Anwendungsarten machen. Und was noch ich dazu sagen wollte, ist, dass unsere heilkräftigen Pflanzen, auch wenn der Künzle gesagt hat, dass es nichts Besseres als Bärlauch gibt, es gibt so viele tolle Heilpflanzen, die nicht unter Naturschutz stehen und die auch eine wunderbare Blut- und Leber- und Darmreinigende und Saftreinigende Wirkung erzielen. Ja, siehe zum Beispiel die Brennnessel. Die habe ich auch schon gelesen. Findet ihr alles als Hörbuch vertont.